Segensverlust durch Unglauben. Psalm 106, 24. Und sie verschmähten das kostbare Land, glaubten nicht seinem Wort, und sie murrten in ihren Zelten, hörten nicht auf die Stimme des Herrn. Der Herr hat Israel wiederholt zugesagt, dass er sie in das Land Kanaan bringen und ihre Feinde vor ihnen vertreiben würde. Aus diesem Grund hatte er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit und aus dem eisernen Schmelzofen herausgeführt. Während der Wüstenreise sagte Mose zu ihnen: Siehe, der Herr, dein Gott, hat das Land vor dich gestellt. Zieh hinauf, nimm in Besitz, so wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Fürchte dich nicht und verzage nicht. 5. Mose 1, 21. Jetzt lag es an ihnen, Gott einfach zu vertrauen und im Glauben mutig voranzugehen. Doch je näher sie dem Land kamen, desto beunruhigter wurden sie. Schließlich traten sie vor Mose hin und sagten: Lasst uns Männer vor uns hersenden, damit sie uns das Land erkunden und uns Bericht erstatten über den Weg, auf dem wir hinaufziehen, und über die Städte, zu denen wir kommen sollen. 5. Mose 1, 22. Es war Sorge gepaart mit Unglauben, die sie dazu veranlasste, Kundschafter ins Land zu schicken, um die Macht des Feindes auszuspionieren. Damit nahm das Unglück seinen Lauf. 12 Männer wurden auserwählt, die das Land 40 Tage lang auskundschafteten und dann wieder zum Volk zurückkehrten, um ihnen Bericht zu erstatten. Eins hatten sie alle gemeinsam: Sie waren beeindruckt von der Schönheit Kanaans. 2 von ihnen, Josua und Kaleb, waren voller Glaubensmut, weil sie Gott vor Augen hatten. Deshalb sagten sie: Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss überwältigen. Empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet ja nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schirm ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. 4. Mose 13, Vers 30 und Kapitel 14, Vers 9. Das war die Sprache des Glaubens, der trotz großer Widerstände mit Gott rechnet. Ganz anders waren die Worte der 10 Männer. Sie sagten: Wir vermögen nicht gegen das Volk hinaufzuziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten unter den Kindern Israels ein böses Gerücht über das Land, das sie ausgekundschaftet hatten, und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Bewohner frisst, und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Kinder Enaks, von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. 4. Mose 13, 31 bis 33. Jetzt war es am Volk, eine Entscheidung zu treffen. Vertrauten sie den Worten von Josua und Kaleb, oder ließen sie sich von der Angst und dem Unglauben der anderen 10 Kundschafter mitreißen? Sie entschieden sich für den Unglauben und überlegten sogar, die zu steinigen, die sich an die Verheißungen Gottes klammerten. Was für ein Bild! 2 Männer, die Gott vertrauen, gegen 600.000 Mann, die durch ihren Unglauben die Ehre Gottes in den Schmutz ziehen. Was geschieht? Gott greift ein.
Er ehrt den Glauben von Josua und Kaleb vor allen und übt Gericht an den 10 Männern, die das Volk im Unglauben hinter sich hergezogen haben. Doch auch das Volk, das sich für den Unglauben entschieden hat, wird zur Verantwortung gezogen. Keiner von ihnen sollte den Segen des Landes genießen, denn sie würden alle im Laufe der nächsten Jahre in der Wüste sterben. Durch ihren Unglauben haben sie sich selbst des Segens beraubt, den Gott für sie vorgesehen hatte. Dieses Prinzip, Segen durch Unglauben verlieren zu können, sehen wir öfter im Wort Gottes. Einmal bekam Elisa während einer schweren Hungersnot von Gott ein wunderbares Versprechen, das er dem Volk verkündigte. Hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird ein Maß Feinmehl einen Schekel wert sein und 2 Maß Gerste einen Schekel im Tor von Samaria. Der Anführer, der dem König nahe stand, glaubte den Worten des Propheten jedoch nicht und sagte: Siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, würde dies wohl geschehen. Was war die Antwort Elisas? Siehe, du wirst es mit deinen Augen sehen, aber du wirst nicht davon essen. 2. Könige 7, 1 und 2. Genauso ist es auch geschehen. Als das Volk kurz darauf das Lager der Syrer plünderte und wieder nach Samaria zurückkehrte, wurde der Anführer im Tor zertreten, so dass er starb und nichts von der Beute genießen konnte. 2. Könige 7, 16 und 17. Als im Neuen Testament einige Menschen den Sohn Gottes auslachen, weil er gesagt hat, dass die Tochter von Jairus nicht gestorben sei, sondern nur schläft, sorgte Herr dafür, dass keiner von ihnen bei der Auferweckung des Mädchens anwesend ist. Markus 5, 40 und 41 steht das. Ernst Modersohn sagt: Wer sorgt, der meint, er müsse alles selber machen. Aber wer vertraut, der weiß, dass Gott alles macht. Warren Wirbse sagt: Christen werden entweder durch ihren Unglauben überwältigt oder sie sind Überwinder aufgrund ihres Glaubens. Der Herr segne euch reichlich.